Integration der kulturfremden Ausländer ist gescheitert. Damit deutsche und ausländische Kinder nicht länger in der Schule zurückfallen, fordern wir, dass getrennte Klassen eingeführt werden. Dort können Ausländer ihre Heimatsprache erlernen, damit sie später einen besseren Start in ihrem Heimatland haben. Heute ist der erste Tag der großen NPD-Hessen-Fahrt zum Wahlkampf im Jahr 2008. Wir werden in über 100 Städten 108 Kundgebungen durchführen. Wir kommen gerade aus Fulda, heute ist der erste Tag. Wir fahren jetzt nach Hünfeld. Lisa begleitet uns und wir hoffen, dass wir gut durchkommen. Die Linke, PDS, SED oder wie sie sich auch immer nennt, sie war es, die in Berlin zusammen in der Koalition mit der SPD den Hartz-IV-Gesetzen zugestimmt hat. Sie kann keine Opposition sein gegen die Hartz-IV-Gesetze, denn sie ist mit dafür verantwortlich. Jetzt sind wir auf dem Weg nach Bad Hersfeld. Die Stimmung der Bevölkerung ist gut und egal, ob unsere Zeitung will oder nicht, jeder kennt die NPD und das ist unser Ziel. Das Ausländerrecht, so wie es jetzt besteht, sieht dies eindeutig vor, dass Nicht-EU-Ausländer abgeschoben werden können, sobald sie dem Staat auf der Tasche liegen. Wir wollen nicht im Globalisierungswahn versinken, denn dort, wo die Menschen leben, sollten... So, der erste Tag ist rum. Wir waren heute in Fulda, Bad Hersfeld, Hünfeld, Rothenburg und Sotra. Die Nordhessen-Bevölkerung war eigentlich sehr aufgeschlossen. Erschreckend war, dass auch in den ländlichen Gebieten schon so viele Ausländer leben. Aber wir denken, dass die Bevölkerung dort oben auch deshalb besser für unsere politischen Ansätze Verständnis hat. Bleiben Sie rechts.